So. Na dann würde ich mal sagen, wir gucken uns mal hier noch ein bisschen um, bevor wir ein paar Trainer finden, gegen die wir noch kämpfen können. Das halte ich mal für nötig. Jetzt sind wir zu ein, zwei Trainer noch, damit wir vor der Arena hier ein bisschen mehr trainiert sind. Wie ihn hier zum Beispiel. Hier oben in dem Bereich haben wir noch überhaupt gar nicht nachgeguckt. Also bestimmt noch einige Pokémon finden, wo wir die wir trainieren können. Level 18 gegen Level 8 ist jetzt natürlich nicht so wirklich das große Hindernis. Okay. Die Attacke ist hier nicht so gut. Sollte vielleicht nicht mit dem stärksten Pokémon trainieren. Und was soll's? Stärkste Pokémon braucht Verbesserung. Was ist unser Elektro-Pokémon? Das brauchen wir. Das brauchen wir in der Arena unbedingt. Wir wissen ja, in diesem Spiel ist das so, dass die Elektro-Pokémon von Vorteil sind in der Elektro-Arena. Durch dieses komische Typen-Dings. Keine Ahnung. Wo haben wir die ganzen Schaden hergekriegt? Ich hab's gerade nicht gesehen. Wo kam der her? Wie Mist, was die da haben. Ist fast am Boden. Du musst auch ein Pokémon Center. Wo war hier das Pokémon Center? Das war doch auch hier irgendwo in der Nähe. In der Arena brauchen wir ganz klar den das Yumi nach vorne. Und jetzt werde ich mal mit Modi trainieren. Zumindest Modi habe ich gesehen, der war auch. Wenn er ein bisschen mehr aushalten könnte, könnte der auch ein bisschen Schaden anrichten. Conis Absorber war erstaunlich stark. Aber vor allem Modi und Yumi müssen noch trainieren. Für die Arena. Wenn wir da was schaffen wollen. Und waren wir hier schon drin? Dann gibt es nichts zu sehen. Oha, wo sind wir hier gelandet? How the mighty have fallen. Okay, ein Untergrundtunnel. Da bin ich mal gespannt. Scatterbug. Okay. Ich habe einen Bug entdeckt im Spiel. Haha. Natürlich. Gut. What will Modi do? He will fight. Joa, das war ja halb so schwer. Und gleich der nächste. Street Rats. Was wollen die denn eigentlich hier in diesem Tunnel? Doch, glaube ich, wie hieß der? Tanzer? Oder wie hieß der? Keine Ahnung, Heinko. Auf Englisch. Taktenverschwendung. Vielleicht haben wir Level 15 voll.
Data Chip. Aha. Verzeihung. Hab genossen. Oh, ein unserer Tytox. Das müssen wir einfach nehmen. Ich glaube, die Attacken sind auch einigermaßen okay. Einfach des Memes wegen. Es ist ein Müllsack-Pokémon. Und schon Level 14, also. Können wir vielleicht gebrauchen. Und kein Move, was zum Henker. Okay, ist kein Gift, natürlich ganz Gift. Ich traue mich nicht, Blut einzusetzen, weil das ist Müll. Wenn ich auf Müll Verbrennung einsetze, das könnte effektiv sein. Ich weiß es nicht, aber habe so das düstere Gefühl. Es wird nur interessant, welchen Spitznamen wir den geben. Erstmal einen Ball werfen. Einen Ball haben wir noch. Ach du Scheiße. Puha. Schwabisch. Wie nennen wir den jetzt? Weiblich. Schade, passt nicht rein. Wie nennen wir den? Wer meldet sich freiwillig, wer möchte Müll sein? Tja. Ich will jetzt keinen aus meiner Community mit beleidigen und keinen aus meinem Team. Ja, wie nehmen wir denn da? Wisst ihr was? Schöner Name. Bitte, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hallo, ist somebody there? Unfortunately, we are kind of having an outrage right now. I wish I could say it was an accident, but there's a Pokemon in here sucking up all the power. If you can find it, please do something about it. Okay. Mit dem dunklen Raum. Raubt ein Pokémon
alle Energie. Pokémon liebt for your Pokésnacks. Okay. Ein Joltix. Also ein Elektrospinner. Mach's Platz. Die Spinnen mit Feuerriesen. Ah ja. Interessant. Wollte ich nur mal zum Pokémon Center. Gab es doch eins in der Nähe oder nicht? Pokémon Markt, wo noch genug geht. Wenn, dann brauchen wir sie eher für Trinke, aber. Hallo. Zwei Pokébälle sind immer mal gut dabei zu haben. Ich habe doch hier irgendwo in der Nähe eins gesehen, was hier ganz oben war. In der heutigen Part benutzen wir hier mal zum Trainieren unser neues Pokémon. Mal trainieren. Level 14. So. In der Reihenfolge. Ich meine, wir werden dieses. Ob wir die 8 Pokémon jemals vollkriegen, weiß ich nicht, wahrscheinlich, aber. Wir werden hier in dem Spiel nicht so weit kommen, in 24 Parts. Give me your money. Da wird 10 gesammelt. Und Reverse Cards. Muss mir deine Tasche gegeben, wenn ich besiegen werde. Mal schauen, was. Ah, die ist so, das kann hier. Recycle. Was war das nochmal? Das wäre jetzt. Joa. Enttäuschend. Was kann die Attacke? Was soll ich mal in die Attacke gucken? Toxic Spray, Double Snap, Acid Spray. Joa. Nicht schlecht. Das nehmen wir. Müssen wir einmal. Check out the most powerful patch rats in the world. Okay. Ja, damit. Entspannt. Level 10. Most powerful. Okay. Das ist das. Jetzt sag wohl Zeit gewinnt und gar nichts. Okay. Das ist ja auch nutzlos. Das ist nur beim Teamkämpfen sinnvoll, dass das nächste Pokémon da schon weggeguckt wird und Zeichen gesetzt wird. Er hat nur ein Pokémon. Daher. Jetzt sollten wir mal Glumanda entwickeln, dass wir dann vielleicht heute schon Glumanda trainieren, dass wir vielleicht heute eine Entwicklung kriegen. Schon Level 15. Wäre eine Möglichkeit. So, wollen wir auf Level 16 bringen. Soweit ich weiß, entwickelt es Level 16. Das wäre doch zumindest was. Du musst hier schon wieder rum. Ich werde wohl
glaube, sie wird nur die Ecke hergehen. Okay, sehr schwach die Gegner hier. Es kann ruhig ein bisschen besser werden. Nicht so sorgfältig gelesen. Spare some change. Ah ja. Wenn wir Modi heute entwickeln würden, dann hätten wir was für Thumbnail. Das wäre mal so eine Idee. Müsste ich irgendeinen Trainer und irgendeinen Vince Pokémon drauf packen. These doors open to the Turmeyer Desert, but only for the train. It's unlikely that they are open while the station is decommissioned. Ah, okay. Sorry für das Booster. Okay, da ist eine Tür, die fest verschlossen ist. Ah ja. Wie kommen wir hier hin? Bin interessiert in dem Bereich da drüben. Auf die Brechen, um dahin zu kommen. Hier geht's nicht lang. Oder doch? Achso, hier war eine Sackgasse, da kam man nicht weiter. Versuch's mal hier lang. Ich hab's doch eine Route, ich hab da irgendwie gesehen. In die Brücke hoch vielleicht. Ah ne, hier wurde er gesperrt. Okay, da kommen wir nicht lang. Dann haben wir jetzt so ziemlich alles. Ich glaube also, da gibt's hier noch mehr zu sehen. Aber hier so lange vielleicht. Ach, hier waren wir schon im Garten. Den Bereich mal absuchen. Scheint es noch ein Gebiet zu geben. Der hat uns scheinbar schon besiegt. Was bist du? Okay. Untersucht irgendwelche Feed-Effekte. Oh, it's true again. I finally caught up stuff, but it still isn't behaving. Ah ja, ich glaube, hier waren wir schon mal. Wir rüsten uns nochmal zurück. Gucken, ob es nicht gegen uns. Book Snacks. So viel habe ich nicht. Okay, wo geht's hier lang? Jasper Ward ist on Lockdown. Okay, da können wir später vielleicht nach. Wir müssen erstmal den Arena-Kraft bestehen und können wir hier überall weiter. Eventuell. Komm, hier muss doch irgendwo noch ein wildes Pokémon oder einen Trainerkampf geben. Wenn wir hier das Pokémon entwickeln können. Ah, zwei Pokémon. Kann nicht schwer. Modi auf Level 16 bringen. Das wäre mal gut.
Dragon Mage, ja, sehr schön, bitte. Power Fragezeichen. Ah ja, sehr schön, darauf habe ich gewartet. What's Modi is evolving? Nein, die Entwicklungsmelodie ist nicht so geil wie in Outspielen, aber naja. Charmeleon. Unsere erste Entwicklung. Und wir im Gegensatz zu den Outspielen, wo wir direkt weiterkämpfen, wird es nicht nach dem Kampf erst gemacht. Wir können nahtlos weitermachen. Versuchen mal Dragon Rage. Das ist der Effekt, okay. Interessant. Halt so verwirrend. Ich lasse in der Arena Zweck. Okay, das haben wir hier schon. Die haben wir gekämpft. Mit denen waren wir. Und hier auch. Und da kommen wir gerade nicht hin. Weil es durch den Lockdown wahrscheinlich abgeschottet ist. Dann eine Höhle machen wir auch drin. Ja, dann bleibt uns noch die Arena. Können wir heute noch einen letzten Versuch in der Arena starten. Das ist mit einem neuen Pokémon, einem frisch entwickelten. Ich meine, kann man auch noch im selben Part machen. Wir haben schon einen Part mit der Arena auf dem Subway. Da müssen wir jetzt nicht nochmal. Wir haben noch Zeit, wenn wir es jetzt noch schaffen, dann wäre es auch okay. So, dann würde ich am dritten Mal sagen, ich weiß nicht, was unsere Tütox uns noch bringen kann. Würde mich erstmal auf Modi und auf Yumi konzentrieren. Und Crawly konnte auch eine gute Attacke. Natürlich wieder vergessen, wie die Taktik war von ihr, aber das versuchen wir uns mal. Fangen glaube ich an mit Modi, oder? Weiß nicht, ob das so gut ist. Ich hätte mir den jetzt lieber zum Schluss aufheben. Und man könnte auch meinen, dass Level 16 und Level 12 klappen müsste. Oh, Dragon Rage ist sehr gut. Wow! Okay, dann machen wir weiter. Alles weggeputzelt. Dragon Rage. Mann, wenn's geht. Hell yeah. Hell yeah, schnabbelt hier. Sag ich nur. Und da war es Nummer 2. Nein, ich kämpfe weiter. Ich muss lernen, das geht. Oh oh. Nein. Er lebt noch. Hätte ich jetzt mit Level 17 noch einiges aus. Hat allerdings nur 7 Einsätze. Ich hätte nicht meinen Tag einsetzen sollen. Was soll's? So, ich versuch's mal mit Undrachidox. Potion natürlich. Ich dachte zum letzten Rest kann den Rest vielleicht noch machen. Das ist nur die Dops. Oh oh, halt durch. Da waren es nur 3. Das gibt natürlich Level. Sehr schön. Und waren wir schon mal so weit? Ja, das war klar. So, Yumi, jetzt ist deine Stimme gekommen. Spark. Starke Elektroattacke.
Ja gut, da war die Drachenattacke schon besser. Warum kann die Romanda Glutexo Entwicklung der Drachen Pokémon? Das finde ich ja großartig. Das war doch immer der Makel von den Generationen, dass Glurak als Drachen-Pokémon keinen Drachenattacke kann. Das, also das ist kein Drachen-Pokémon, aber ihr wisst, wie Glurak aussieht. Oh nein! Klusse. Kommen gerne die Potion. Ja, stimmt, das bringt Digga. Das war ja das Minion. Das Minion plus. Die mit ihrem Quick Attack absolut nichts auslösen konnten. Über alle Zeit der Welt hatten. Das besiegen. Okay, jetzt bitte nicht wieder diese. Das ist. Ah, stimmt, das hatten wir. Ach. Kann ich mit Spark nicht einkämpfen, weil es irgendwie, blockiert hat und dann, das hatten wir schon mal. Nein, nicht. Da hat, glaube ich, Tausch was gebracht. Was jetzt mal einmal auswechseln. Das war klar. Ich wollte es mal versuchen, wenigstens ein bisschen was einzusetzen. Der Trick war ja eigentlich eher, mit Yumi zurückzukehren. Machen wir es halt mit Big Attack. Wenn Spark hier nicht funktioniert. Den Kampf gewinne ich. Wenn wir beide Quick Attack einsetzen. Der Quick Attack ist deutlich stärker. Steh deutlich über dir. Heftig Higher Bones. Level 19. Was kann das? Okay. Mehr als ein Duo. Okay, letztes Pokémon. Das kriegen wir heute noch hin. Versuchen wir die neue Attacke. Okay. Also die sind beide auf uns. Okay, sollte man vielleicht mal ein bisschen auf Trinken setzen. Bevor es zu spät ist. Na komm, bitte lass es wirken. Ja. Oh oh. Letzte Trank. Na komm, das kann doch jetzt nicht. Das ist doch lächerlich. Muss Crowley. Jetzt muss Crowley den Tag retten. Mal schauen. Absorb. Vielleicht klappt das. Oh, es klappt. Sehr schön. Na komm, bitte, 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 halt aus, halt aus, halt aus. Halt aus. Verdammt! Schaut euch das an! Das letzte Pokémon! Ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Nein, dass die Part voll ein paar Dinge erreicht. Uff. So nah dran am Sieg.
Leute, ich würde mal sagen, ich mach das, damit was nicht normal. Es war ein großartiger Bart, die Gegend erkundet, Gumanda entwickelt und jetzt hier nochmal den Sieg zum Greifen nahe. Ich mach das, wir sehen uns. Ich mach den Kampf jetzt hier nochmal auf Screen. Dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn ich es geschafft habe. Würde ich doch sagen. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.